Hallo, hier ist Brigitte von Stempelfantasie und heute gibt es mal wieder ein Kärtchen für euch. Fündig geworden bin ich auf Pinterest und habe da eine wunderbare, einfach und schnell zu machende Karte gefunden, die aber trotzdem was hermacht. Gefunden habe ich die bei Liza Ann Burnett von queenbeecreations.net. Verlinke ich euch auch nochmal unter dem Video. Auf jeden Fall habe ich die bei ihr gesehen und fand die richtig cool. Vor allem, wir haben die nämlich gestern im Zoom-Meeting im Team Stempelfantasie gebastelt. Und da sind ganz lustige Kreationen rausgekommen. Nämlich, die kann man auch wunderbar in anderem Format machen. Ich habe dann mal ausprobiert, damit ich diese... Also erstmal zeige ich sie euch, so, bevor ich jetzt weiter rede. So, also, die lässt sich so öffnen. Dann habe ich sie so gestaltet innen, dass ich den Tag hier zweimal gestempelt habe und dann gegeneinander geklebt hat. Fand ich eine ganz witzige Idee. Und habe mir dann bei diesen Dreiecken, also dadurch, dass das gemustertes Papier ist mit einem oben und unten, bleiben dann jeweils zwei Stücke, nämlich die Gegenstücke, bleiben übrig. So, dann habe ich mir gedacht, dann mache ich die doch einfach andersrum. Und habe das Ganze, also die ist so, und habe das Ganze nochmal entsprechend anders gestaltet. Nämlich, die lässt sich nach unten öffnen und so. Also hier habe ich sie noch nicht verziert, aber das Prinzip ist ganz cool. So, und was man auch machen kann, man kann die nämlich natürlich auch, wenn man das sich seitlich denkt, also ein seitliches Motiv hat, so öffnen. Oder man kann sogar ein Langdienpapier nehmen. Und das in der Mitte falzen und dann das so seitlich klappen. Das geht auch. Also letztendlich habt ihr ganz viele Variationsmöglichkeiten, wie ihr das Ganze umsetzen könnt. Also das finde ich echt eine ganz witzige Idee, ob so oder zur Seite oder hochkant, einmal nach unten und einmal nach oben geöffnet. Also ihr habt da echt Spielmöglichkeiten und es ist wirklich schnell gemacht. Genau, und jetzt rede ich nicht mehr, sondern legt direkt los, damit ihr schön mitbasteln könnt. Die ganzen Maße habe ich euch in den Infokasten unter das Video gepackt, sodass ihr das schon in Ruhe vorbereiten könnt und dann direkt mitbasteln könnt. Manchmal ist es auch sinnvoll, sich vorher das Video anzuschauen, weil manchmal passiert mir auch ein Missgeschick und dann ist es immer gut, das vorher gesehen zu haben, um das dann nicht zu machen, anstatt mir alles einfach nachzumachen. Also von daher, da bin ich leider auch nicht vor Fehlern sicher. So, jetzt fangen wir an. Und zwar, wir machen erstmal die Basiskarte, also im Prinzip diese hier. Dann könnt ihr überlegen, ob ihr, also am Anfang überlegt ihr euch sowieso, welchen Farbkarton ihr nehmen wollt. Dann, welches Designerpapier ihr nehmen wollt. Oder umgekehrt, welches Designerpapier und welcher Farbkarton dazu. Hier habe ich zum Beispiel zweifarbig gestaltet und dann habe ich dieses Innenleben sozusagen, habe ich in der gleichen Farbe wie das Designerpapier gestaltet, weil mir das dann sonst zu unruhig gewesen wäre mit dem Wassermelonen-Farbkarton. Hier fand ich das gut, weil sonst wäre es mir zu einfarbig gewesen. Also hier musste noch so ein Hingucker hin. Das müsst ihr dann entsprechend überlegen, wie euch das taugt, ob ihr Lust auf bunt habt, ob ihr es lieber einfarbig wollt und wie auch das Papier zusammenpasst. Also guckt einfach, probiert es aus und genau. Also mir gefällt tatsächlich, naja, mir gefällt beides gut. Also ich kann es noch gar nicht mal sagen. Ich finde das auch ganz cool mit diesen zwei unterschiedlichen Farben. Mit dem gleichen gefällt es mir aber auch gut mit dem. Also Geschmackssache. Man kann ja auch mehrere Karten machen. Ach so, das muss ich doch nochmal was sagen. Und zwar könnt ihr direkt zwei Karten machen, weil dann könnt ihr die Gegenstücke sozusagen, also das ist sozusagen jetzt das Gegenstück von hier. Und wenn man das aufmacht, das hier ist das Gegenstück von hier. Das heißt, wenn ihr diese beiden Karten macht, habt ihr auf jeden Fall das Designerpapier gut untergebracht und habt keine Reste, die ihr dann noch darum liegen habt. Und dafür finde ich es echt ganz cool.
So, jetzt legen wir los. Also, was ihr braucht, ist ein halber DIN A4 Farbkarton. Einfach die Hälfte runterschneiden bei 14,85. In der Länge 21. Und das legt ihr in den Papierschneider ein bei 10,5, also bei der Hälfte. Und falzt. So, ihr schneidet im Prinzip hier runter. So, das heißt, legt es so hier an, also auf der rechten Seite wollte ich damit sagen. Schaut, dass das hier auf dieser Schneidelinie liegt, der Punkt. Und warte mal, seht ihr das? So, schon müsstet ihr es gut sehen können. Also die Spitze muss hier genau drauf liegen und diese Falzlinie muss auch genau drauf liegen. Muss man so ein bisschen gucken, dass es passt und noch ein bisschen austarieren. Und dann fange ich immer hier in der Mitte an zu schneiden. Einmal nach oben, einmal nach unten, damit das Papier nicht aufreißt. Wenn man das so über Eck anfängt zu schneiden, dann funktioniert das meistens nicht. Ich brauche es nochmal, genau. Deshalb lasse ich es mir erstmal hier liegen. So, jetzt haben wir das schon mal. Dann brauchen wir, wo haben wir das jetzt? Das Richtige, ich habe das nämlich zweimal zugeschnitten. Einmal für die seitlichen. Die Karte, wenn das dann das Papier so ist, und einmal für Hochkant. Und ich brauche jetzt das für Hochkant. So, wir brauchen jetzt noch ein Stück Farbkarton, entweder also in einer anderen Farbe, macht auf jeden Fall Sinn, dass ein bisschen Kontrast dabei ist, in den Maßen 20,6 cm mal 7 cm. Das legen wir direkt mal an, und zwar bei der Hälfte bei 10,3 und falzen. So. Dann haben wir einmal Designerpapier in den Maßen 10 cm mal 14,3. Das ist für den Hintergrund. So, das könnt ihr da auf jeden Fall schon mal reinkleben. Ihr braucht auch einen Magneten. Der wird aber erst zum Schluss, der kommt erst, wenn wir dieses hier beginnen. Also dieses andere Papier, nämlich hier diese Teile, die könnt ihr alle schon einkleben. So, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Jetzt tue ich das nämlich mal weg. Das stört mich nämlich hier. So, jetzt gehe ich auch erstmal hier nochmal mit dem Falzband drüber. So. Das passt. Und jetzt klebe ich das direkt schon mal ein. Mein lieber Tombow. Dann gucke ich mal, wen ich jetzt demnächst alles mit diesen Karten beglücken kann. Geburtstagskinder gibt es ja immer genug. So. Das ist schon mal drin. So, jetzt brauchen wir hier und hierfür. Und jetzt machen wir das folgendermaßen. Ich, also das geht halt schon, wenn ihr das hier noch drauf packt, dann wird das von der Farbe schon gehen. Ist halt dann ein bisschen bunter, geht aber schon. So, und das müssen wir jetzt schneiden. Und da müsst ihr wirklich, das brauchen wir es doch nochmal, da müsst ihr wirklich aufpassen. Ich lasse das hier extra mal liegen. Wir müssen nämlich einmal von links oben nach rechts unten schneiden. Und auf der anderen Seite müssen wir es genau umgekehrt machen, von rechts oben nach links unten. So, sonst passt es nämlich nicht. Das heißt, dadurch, dass das das gleiche Papier ist, ist es letztendlich wurscht. Ich lege es nur extra schon mal so hin, damit ich genau weiß, wenn ich das eine von da nach da geschnitten habe, muss ich das andere von da nach da schneiden. Also einfach nur so eine Kopfgeschichte, dass ich mir das merken kann. So, also, jetzt packen wir das mal wieder hier rein. Und da ist es eben wichtig, dass ihr da in der Mitte anfangt zu schneiden. Sonst habt ihr nämlich hier Papierstau und dann sieht's, dann habt ihr das Papier verhunzt. Also einmal so. Und jetzt von
rechts oben nach links unten. Einmal so. Genau. Und jetzt könnt ihr nämlich einmal, muss ich gucken, entweder so und so. Oder, ja genau, jetzt kann ich das nämlich nur so machen. Und das andere muss ich dann von oben wieder machen. Genau, dann mache ich das jetzt so. Packe ich das jetzt einfarbig hier rein. Sonst müsste es genau umgekehrt machen. So, das kommt jetzt hier drauf. Und innen kommt das jetzt rein. Und ihr seht, das ist schon mal ganz schnell fertig. So. Jetzt brauchen wir das hier. Und zwar nehmt ihr jetzt als erstes mal ein Magnetpaar, also selbstklebende Magnete nehme ich immer. Und als erstes, jetzt gucken wir mal, was passt, kommt das ungefähr hier hin. Also ich packe es nicht ganz nach unten, weil dann kann man das Papier so schlecht drüber kleben. So geht es ganz gut nochmal drüber. So, dann mache ich das hier ab. Drückt es einfach drauf und fertig ist das schon so. Und dann könnt ihr nämlich schon das hier drüber kleben. Das ist die falsche Größe. Genau, das brauchen wir zweimal und zwar in den Maßen 9,8 passt, mal 6,5. So. Das muss ich noch abschneiden. Hier genauso, das war nämlich noch der Überrest, weil ich schon so viele davon geschnitten habe. So. Das brauchen wir zweimal. Einmal für hier, also für, um einen Text dann noch reinzuschreiben. Das heißt, ich packe das jetzt hier immer ganz gern drum, sonst klebt es an dem Magneten fest. Immer schön Rand freilassen. Genau. Und dann passt das wunderbar. So, jetzt klebt das sehr gut. Und jetzt müsst ihr das ausrichten. Und zwar soll das ja möglichst mittig hier rein. Und ihr klappt das jetzt so zu. Der Magnet hält. Und jetzt richtet ihr es erstmal aus. Und zwar so, dass die Ecken hier oben und hier unten möglichst, dass die Linie sozusagen von diesem Seitenteil genau hier durch diese, durch die Ecken gehen. Also nicht so, klar, oder so, sondern möglichst mit nach oben und nach unten verschieben, sodass ihr oben und unten und seitlich möglichst den gleichen Abstand habt. So, ich würde mal sagen, so passt es. Und wenn ihr das jetzt, dadurch, dass das schon zusammenhält, braucht ihr es einfach nur nach außen zu klappen. Packt hier Kleber drauf. Und klappt es wieder um. Und schon ist die ganze Karte fast fertig, bis auf das hier oben. So, das heißt, das habt ihr, das ist fertig. Und jetzt braucht ihr nur noch was für hier oben drauf. Da habe ich schon was vorbereitet. Diesmal habe ich, Love Cats. Es ist gestern angekommen, ich muss es dann doch noch unbedingt haben. Und das habe ich dann noch direkt angewandt.
Und zwar habe ich hierfür den Stamparatus genommen, damit die Katze, also beim ersten Mal, ich zeige euch das mal gerade, das war das erste Mal, obwohl da ist auch ganz gut geworden, wo ist das zweite? So, da seht ihr, dass das nicht immer ganz so ausgefüllt ist beim ersten Mal stempeln. Und dann, das trifft man beim zweiten Mal nie exakt. Deshalb ist der Stamparatus für solche ausgefüllten Stempel mega gut. Ich nehme den jetzt tatsächlich echt regelmäßig, weil das, ich habe das, zeige euch das hier nochmal, ich habe das nämlich für eine seitliche Karte, wollte ich das auch nochmal machen und habe das dafür nochmal genommen. Und das ist wirklich sehr, sehr eben, also es ist wirklich ganz schwarz und habe es einfach zweimal gestempelt. Und dann klappt das wunderbar und sonst ist das Ergebnis nämlich so. Und dafür ist der echt mega. Und um auch die gleichen Abstände zu stempeln, ist das auch mega cool. Ich habe hier so einen Dudelrahmen noch drumherum gemacht. Fand ich ganz witzig. Und ihr könnt natürlich auch hier noch irgendwas, einen Kreis reinpacken und noch eine Message dahin da drauf packen. Und das gleiche auf der Rückseite auch nochmal, so wie ich es bei der anderen Karte gemacht habe. Das finde ich, ist auch nochmal so ein Hingucker. Das gefällt mir echt gut. So, und das könnt ihr natürlich dann auch jederzeit machen. Und das habe ich mir hier mal vorbereitet. So, wo ist der andere Zettel? Jetzt ist er wieder putsch. Ach, es ist doch echt. Warum verschwindet. Ah, hier ist er. Es verschwinden immer Sachen auf meinem Schreibtisch. Das könnte daran liegen, dass hier so ein Chaos ist. Aber es nervt mich, wenn ich die Sachen suchen muss. Vor allem, wenn ich sie mir kurz vorher noch hingelegt habe. So, genau. Ich habe mir das, den, der ist auch aus dem Stempelset Love Cats. Und habe mir den einfach auf ein passendes Stück Farbkarton gestempelt. Das gleiche zweimal, gleiche Größe. Und dann einfach einen Dudeldrahmen wieder drumherum gemalt mit so einem Gelstift. Und dann packe ich mir das hier. Das passt halt wunderbar zu diesem. Und dann wollte ich eine Karte hier, eine Querkantkarte machen. Wie sagt man denn? Querkant. Querkantkarte. Und dann kommt das hier so rein. So habe ich mir das überlegt. Das werde ich dann auch noch machen. Und die zeige ich euch dann noch auf meinem Blog. Genau. Also im Prinzip so rum. Nur nach außen zum Öffnen. Genau. Ja, und ich hoffe, euch gefällt die Karte. Die könnt ihr dann, wie gesagt, noch für eine Karte, die sich von... also, jetzt muss ich wieder das andere holen. Meine ganzen Beispielkarten, also die sich sozusagen hier oben, nach oben öffnen lässt. Und dafür könnt ihr die zwei restlichen Papiere noch hernehmen. Genau. Dann ist das nämlich auch schon aufgebraucht. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, euch gefällt die Karte. Und auch die Motive, den Bär, den fand ich so süß mit dieser Hose. Ich meine, das wäre die Esther Kollmar gewesen, die das damals dem Bär eine Hose angezogen hat. Und ich liebe es. Ich mache es immer noch gerne. Das heißt, das ist dann gestempelt auf Designerpapier und dann nochmal mit einem Feinliner sozusagen die Hose gemalt und das dann nur die Hose ausgestempelt und die draufgeklebt. Finde ich eine total süße Idee. Also ihr könnt dem theoretisch auch eine kurze Hose und ein T-Shirt verpassen. Muss ich auch mal ausprobieren. Auf jeden Fall ist es echt herzig. Eine ganz, ganz tolle Idee, die ich tatsächlich sehr gerne nutze. So, ihr Lieben, ich wünsche euch was, wenn euch das Ganze gefällt. Ah, noch was, habe ich doch noch was vergessen. Und zwar Magnete. Ich werde immer wieder nach Magneten gefragt. Ich bestelle die meistens in einer Sammelbestellung, eine große Großbestellung mache ich dann, weil ich immer wieder welche abgebe, weil viele auf mich zukommen, dass sie die Magnete brauchen. So, jetzt habe ich mir überlegt, wenn ihr bei mir bestellt, dann kriegt ihr so ein 10er-Pack Magnete, so 10 Paar, das sind dann 10 Stück hier so aufgereiht, kriegt ihr zu eurer Bestellung dazu. Schickt mir gerne eure Bestellung und dann schreibt dazu Magnete als Stichwort und dann weiß ich Bescheid und dann schicke ich euch da eine Bestellung, schicke ich da euch eine Packung pro Bestellung je 60 Euro, sodass ihr euch auch noch eine Celebration
Prämie aussuchen könnt, schicke ich die dann mit als Dankeschön. Genau. Und die ganzen Produkte, die bekommt ihr sowieso bei mir und könnt die bei mir bestellen. Und hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt und ich euch nicht zu viel geredet habe. Nein, ihr dürft mir immer gerne einen Daumen nach oben und ganz liebe Kommentare geben. Da freue ich mich immer sehr. Und dann würde ich sagen, bis ganz, ganz bald. Macht's gut. Ciao.